Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich habe gerade, also vorhin, das Video zu Render Forest gemacht. Und ich möchte, wie ich euch da gesagt habe, meine Videos, mit euch die Videos jetzt alle hier nochmal angucken. Also hier oben, das sind halt nur doppelt. Da können wir auch ein paar löschen. Weil ich mich nicht entscheiden kann, welches ich nehmen will. Beziehungsweise welches mein zukünftiges Intro wird. Das mit den Flammen werde ich auch lassen und ab und zu machen. Ich habe auch für Odin was shoppen, was gemacht. So. Aber hier jetzt so ein Intro, was ich eigentlich für alles nehmen kann. Unboxing, Hardware-Check, wenn es geil ist, halt auch für Mensch, Odin war shoppen. Allgemein. Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Werbung drin klatschen werde oder so, weil die habe ich ja selber gemacht und das Video habe ich ja schon gemacht, wenn es gut ankommt, dass ich da vielleicht einen Code bekomme. Ich schreibe mal zur Sicherheit hier Werbung drin, also nicht wundern. So, fangen wir einfach mal an mit dem untersten Vorschau. Das finde ich zum Beispiel auch richtig geil. Aber guckt mal auf das Auge mit den weißen Linien. Ja, das meine ich. Diese weißen Linien, diese Begrenzung. Und hier um die Puppe, um den Lichteffekt rum. Das hier. Das hier fällt mir nicht so wirklich. Aber sonst, das in Full HD sieht bestimmt recht geil aus. So, dann hatte ich, das hatte ich ja schon gezeigt. Ich werde mal meine Musik hier leiser machen. Dann habt ihr nicht so viel Rückkopplung über Mikrofon. Das habe ich ja schon gezeigt, aber ich werde es euch nochmal zeigen. Das war eigentlich das erste Video, was ich gemacht habe. Warum das jetzt hier andersrum ist, weiß ich auch nicht. Finde ich auch nicht schlecht. Da würde ich dann hinten halt jetzt hier so in 2 Sekunden wegschneiden. Also. So, bis hier. Vielleicht so noch. Ja, und dann 2 Sekunden wegschneiden. Dann haben wir bis 18. Wie lange haben wir da Ruhe? Ja. Oder halt wirklich die letzten paar Minuten leise lassen. Also ich denke mal, in 1080p sieht es natürlich noch geiler aus. Zack. Das finde ich auch geil. Aber da hört ihr das, da ist irgendwie so noch ein komischer Ton im Hintergrund. Ready for the Star oder so. Aber ich habe da nichts. Das ist normal mein Lied. Das sieht auch natürlich auch geil aus. Es knurrt knapp 7 Sekunden. Meine Frau sagt, mit dem Rot, das passt halt nicht zu den Farben, die ich allgemein habe. Ich finde die alle irgendwie geil. Oh, das war auch gut. Da kommt noch eins mit Blitzen, das fand ich recht geil. Später. Mach mal hier richtig leise, aber ich kenne ja meine Musik. Das finde ich auch geil. Aber hier wieder mit diesen weißen Linien. Seht ihr das hier zum Beispiel? Durch die Licht- und Schatteneffekte. Da müsste ich vielleicht gucken, dass ich von Stefan mir mein Logo nochmal machen lasse in normal, ohne hier Schatten, ohne, also dass er mir das nochmal schickt, aber ohne diese Schatteneffekte.
Ja, und hier Lichteffekte, dann würden die weißen Linien auch hier außen rum gerade gehen. Ja, das sehen wir ja hier schon. So, seht ihr das? Ja, nicht wirklich, wa? Hier. Hier ist das da und dann hört es hier auf. Auch echt geil. So, das habe ich gemacht. Das fand ich gut, aber jetzt halt nicht so geil wie die anderen. Also das wäre eins von denen, was ich sage, die fliegen raus. Obwohl es mit der Zeit gut hinhauen würde, mit den 15 Sekunden. Ja, wir können ja nochmal ein Groß machen, nochmal. Jetzt sieht es auch wieder. Ach man, jetzt. Oh, das habe ich auch gemacht. Oh ja, das habe ich gestern Abend gemacht. Das fand ich auch geil. Wir sind hier in so einem komischen, mit schwarzen Balken. Das finde ich auch geil. Der wendet mit den schwarzen Balken nicht mehr. Hier kann man auch konnte ich auch die Farbe von dem Tunnel auswählen, von dem, was ihr hier seht. Ich habe blau genommen, weil das besser zu meinem Logo passt. Also ihr seht ja hier die Namen. Wir gehen die nachher nochmal durch und dann werde ich die umbenennen und dann schreibe ich da 1, 2, 3 und so hin. Was haben wir hier? Ach, ich will es doch nicht bearbeiten, Mensch. Ach so, das ist nur halb fertig. Das, ja, deswegen. Das habe ich noch nicht bearbeitet, weil da kann man nur Namen. Ich wollte ja mit dem Logo das haben. Gut, das fällt weg. Das fällt weg. Oder? Stil. Ja, nee, das ist nur mit der Schrift. Das fällt weg. Das fällt weg. Wo waren hier Löschen? Mehr. Löschen. Löschen. So. Fand ich auch nicht schlecht. Da steht Neodins Test, nur das Auge, kurz, knapp. Aber hier, merkt ihr das? Mit der Musik, ich hab, die hört auf immer auf, bevor sie eigentlich aufhören sollte. Und das weiß ich nicht. Ich habe das schon, habe das dreimal gemacht und jedes Mal war das Gleiche. Da muss irgendwie ein Fehler drin sein oder so. Herz sieht aus wie so ein Herz, dass mein Logo in einem Herz drin ist. Ist auch nicht schlecht. Wir können uns das ja gleich mal vornehmen und nochmal bearbeiten. Vielleicht ist es ja dann weg. Bearbeiten. So, dann haben wir das. Das ist wie so ein bisschen auch wieder so mit Feuer gemacht. Auch nicht schlecht. Kurz, knapp. Oh, das war auch. Das war auch geil. Das habe ich auch gestern. Oh, falsch gedrückt. Das habe ich auch gestern Abend gemacht. Vor dem Livestream. Oh, das ist so geil. Da kann man die Blitze nämlich verschiedene Farben geben. Und ich habe Rot, Blau und Grün genommen für meine verschiedenen Kanäle. Also praktisch die Geschichte. Jetzt Odins Tutorials ist rot.
Damit habe ich angefangen, dann bin ich zu Blau, Odins Test, dann der Zockerkanal, der leider im Moment nicht versorgt wird, Odins Welt oder Odins Welt und Odins Thron sind ja auch blau, deswegen blau wieder. Ich zeig's euch nochmal. Boah, die Schrift ist halt ein bisschen schwer zu sehen. Die müsste ich vielleicht dann weiß machen oder so. Ja, und das sind die, die ich im Video erstellt habe, wie halt unten in kurz und in lang. Wir fangen jetzt hier unten nochmal an. Wir werden das mal hier einfach mal umbenennen. Ich schreibe mal hier Freizeichen 1 dazu. Nee, warte mal. Ich mache am Anfang. Am Anfang machen wir eine 1 hin. So, eine 1. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal an. Nicht bearbeiten, angucken. Vorschau. Das ist jetzt praktisch das erste, was ich erstelle. Zweiter. Es geht 15 Sekunden. So, dann haben wir hier Nummer 2. Da müssen wir mal gucken, welche das ist. Ach, das ist 20 Sekunden. Oben habe ich ja dann noch die 7 Sekunden. Das mit dem Auge. Ich mache nochmal groß, dass ihr das sehen könnt. Das passt eigentlich ganz gut, ey, würde ich sagen. So, dann haben wir hier Nummer 3. Hätte ich mal vorher auf die Idee kommen sollen. Also lass ich mal klären, das ist halt das mit der Lava. Wir können ja mal auf Bearbeiten gehen. So, und Ton. Hier. Ist das jetzt drin? Nein, nicht hinzufügen. Eigene hochgeladene Musik. Los. Jetzt ist der drin. So. Hier steht Odi Master, seht ihr das? Und nur ein Ding ist drin. So, und dann sage ich Vorschau. Jetzt lassen wir den mal bearbeiten. So, haben wir 2. Achso, das ist ja 3. Gut, dann rutscht das mit den Flammen dann halt nach hinten. Okay. So, 2. Dann Neon ist jetzt einfach mal 3. So, machen wir das halt hier. Habe ich vergessen. Wenn wir bearbeiten, geht das natürlich nach hinten. Das ist natürlich auch cool. So, 4. Vorschau. Ich spule mal jetzt hier. Wir können das ja schon alle hier sehen. Kann ich nicht spulen. Doch. Zeit mit dem Lilanen. Sekunden passt von der Länge super. 5. Das ist jetzt das mit den Tunneln. Ich glaube, das ist so gefolgt, dass oben und unten diese Balken sind. Und mir würde das besser gefallen ohne oben und unten diese Balken. Muss ich vielleicht dem später nach mal gucken, ob man das bearbeiten kann, ob es denn anders ist. So, dann haben wir hier Nummer 6. Ihr könnt auch gerne selber gucken, wenn ihr... Den Link mache ich euch ja natürlich in die Beschreibung. Das war alles. Oh Mann, irgendwie fallen mir alle. Und da könnt ihr auch mal gucken, ihr könnt ihr euch anmelden, gratis, kostet ja nichts, irgendwelche
und euch die Logo oder allgemein die Logos angucken und mir dann gerne den Namen sagen oder unten in die Kommentare schreiben, was euch jetzt gefällt, dass ich das doch mal mir angucken soll. So, jetzt haben wir hier sieben. Ach, Quatsch, nicht vier. Sieben. Das ist. Oh, das mit dem Herzen. Das ist auch geil. Aber passt zu mir nicht ganz richtig mit der Schrift. Würde ich jetzt sagen. So, dann haben wir Nummer 8. Das fand ich am Anfang auch ganz gut. War es ein bisschen zu knapp und mit dem Stempel, dass man den da noch so sieht, weiß ich nicht. 9. Ich weiß nicht, ob ich euch meinen Favoriten sagen soll. Irgendwie gefallen mir alle. Also irgendwie Favoriten habe ich schon. So. Achso, das ist der gleiche wie hier unten. Warte mal, muss ich mal gucken, wie lange geht denn das? Ach Quatsch, nicht. Ich will doch nicht bearbeiten. Vorschau. Das ist das 20-Sekunden-Ding. So. Vorschau. Das ist 10 Sekunden. Aber da hört so abrupt auf. Aber das Lied kann ich immer noch anpassen. Das ist jetzt nur nicht so das Problem. Das könnte ich dann, wenn ich das Intro habe, in mein Bearbeitungsprogramm reinpacken und die Musik stumm schalten, was hier drin ist, und mein Musikstück nochmal reinpacken und das vielleicht ein bisschen besser anpassen. Das ist kein Problem. So, das war jedenfalls 10 Sekunden. Das ist dann Nummer 10. Ach, das passt ja. 10. Und dann haben wir hier, das müsste jetzt auch nochmal 10 Sekunden. Wieso ist denn das zweimal dran? Dann können wir das löschen. Mehr löschen, ja. So, Vorschau. 20 Sekunden ist das, genau. Das wird das gleiche, was er eben darauf hatte. Noch ganz unten war doch eins. Dann können wir das auch löschen. Löschen. So, und jetzt gucken wir uns das einfach hier nochmal an. Immer noch. Ich muss mal kurz was lauter machen. Immer noch, Rent Before the Storm. Also da müsste ich, wenn es dit ist und wenn es dann am Ende vom Bearbeiten immer noch diesen Bug hat, müsste ich das dann halt stumm schalten in mein Bearbeitungsprogramm und dann den Ton nochmal selber anpassen. Aber wir gucken uns nochmal an. So, und das ist dann natürlich Nummer. Ah ne, das ist Nummer 3. Aber weil ich das ja jetzt unten Nummer 3 genannt habe. Ach. Gut, dann ist das Nummer 11 jetzt. 11. So. Ja. Die 11 habe ich und ich kann mich bei bestem Willen nicht entscheiden. Ich habe einen klaren Favoriten. Aber ich will euch ja nicht zu sehr beeinflussen. Also ich habe einen klaren Favoriten und hier seht ihr ja, exportieren, exportieren und hier in 1080p. Einfach, also ich habe, ich kann nicht zu viel sagen. Und vor allen Dingen, die Kacke ist, die haben so viel Scheiße hier drin, so viel geilen Shit. Ich hab's ja im Video gezeigt. Ja, es ist so viel Zeug hier. In Gold sieht es natürlich richtig geil aus, passt mit meinem Logo, aber nicht. Habe ich ja im Video davor schon gezeigt. Das hatte ich auch drin, aber das ist ellenlang. Sind 20 Szenen hier drin. Hier und auch 20 Szenen, das sind 150 Szenen. Also das sind die ganz langen Videos. Das ist halt gut, dass er das hier schon mal kennzeichnet, damit das lang ist. Die haben hier sogar auch hier sowas.
wenn man so ein Erinnerungsvideo macht für Frauen, für Frau oder für allgemein für die Vergangenheit, für die Zukunft, mit ein paar alten Bildern oder so, ey, 40 Szenen hier, Leute, das ist so geil. Kann man die Bilder einfügen und so. Aber dann kostet dann halt auch ein Video locker mal, wenn es dann in 1080p sein soll, ja, 27 € oder so. Aber muss man auch sagen, das ist das auch eigentlich wert. Weil wenn wir uns das hier angucken, man hat hier schön einen Hintergrund, ein paar Blumen. So, da sind die Bilder drin. Hier. Ist auch schön gemacht mit hier da. Also ich finde das richtig cool gemacht. Und das ist nur das Video von denen. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel von jemandem angucken, der sich das gemacht hat und praktisch gekauft hat. Vielleicht ist mein Video dann auch da zu finden in der Kategorie. Oh, süß. Aber da will ich auch den Ton lassen. Oh. Also wenn das nicht schön ist, weiß ich auch nicht. Weil Fotos zeigen kann jeder, aber hier so mit so einem, in einem Video Fotos angucken. Also wenn so ein besonderer Moment ist, wenn irgendwie eine Feier ist oder so, wo man das dann abspielt, finde ich das voll schön. Also ich finde es gut. So, nichtsdestotrotz soll es das wieder zum Video gewesen sein. Es war schon wieder ein bisschen länger, als ich machen wollte. Ich muss auch gleich den Livestream vorbereiten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei meiner Entscheidung helfen könntet. Wie gesagt, ich finde alle geil. Ich habe so Favoriten habe ich. Ich möchte halt nicht zu viel spoilern. Ich möchte euch nicht zu viel beeinflussen. Mich würde halt nur interessieren, was würde euch am meisten gefallen? Was würdet ihr gerne in Zukunft vor den Videos sehen? Weil, wie gesagt, das werde ich dann bei fast jedem Video werde ich das davor klatschen und von den Händen wegkommen, weil ich damals bei den Händen einen Fehler gemacht habe. Ich habe das zwar gekauft, aber man muss für die Zukunft denken und die gehen mir da langsam auf den Sack bei YouTube und deswegen, dann hole ich mir hier so ein Intro und dann habe ich Ruhe und dann kommt der Ted immer davor und mache ja auch viele andere, dass die einfach nur, ey, das bin ich, so bam, bum, bum, und nicht so für jede Kategorie ein einzelnes Intro haben. Mein Tutorial-Intro werde ich natürlich lassen. Ich bin auch dabei, in Camtasia vielleicht für Odin mal einkaufen, noch so ein paar kleinere Tutorials zu machen, dass man vielleicht da noch ein bisschen Unterschied macht. Aber so im Großen und Ganzen, eins davon wird dann halt fast immer zu sehen sein. So, ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr mitgemacht habt. Dafür kriegt ihr von mir ein Däumchen. Ich werde versuchen, eine Umfrage zu machen und dieses Video zu verlinken und die Umfrage bei Telegram zu machen. Dann könnt ihr auch bei Telegram abstimmen, weil das würde mich verdammt interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Livestream, angezockt oder was weiß ich wieder. Ich bin dann mal weg. Ahoi, sagt euer Odin.